In diesem Video geht es um die sogenannte gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Die gleichmäßig beschleunigte Bewegung ist eine Bewegung, bei der sich die Geschwindigkeit ändert, und zwar auf die aus mathematischer Sicht einfachste Art und Weise. Im rechnerisch einfachsten Fall ändert sich die Geschwindigkeit v proportional zu der verstrichenen Zeit. Das heißt, in jeder Sekunde nimmt die Geschwindigkeit um denselben Wert zu. Wir gucken uns das gleiche grafisch an, zeichnen ein TV-Diagramm, die Zeit wird in Sekunden gemessen, die Geschwindigkeit V in Metern pro Sekunde. So, nun machen wir beispielhaft ein folgendes Diagramm. Wir haben jetzt hier eine proportionale Zuordnung zwischen der Zeit und der Geschwindigkeit. Nun wollen wir einen rechnerischen Zusammenhang zwischen der Zeit und der Geschwindigkeit herausfinden. Das Ganze machen wir tabellarisch, gucken uns ein paar Punkte an und schauen, ob wir dort gegebenenfalls Gesetzmäßigkeiten finden. Also drei Spalten, einmal die Spalte für die Zeit, einmal die Spalte für die Geschwindigkeit und eine Spalte für die zurückgelegte Strecke. Wir wissen bereits, wie wir aus dem TV-Diagramm auch die Strecke berechnen können, nämlich aus den Flächeninhalt, der zwischen der T-Achse und dem Graphen von V eingeschlossen wird. So, die erste Zeit, die wir uns angucken, ist die Zeit von 0 Sekunden. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir eine Geschwindigkeit von 0 Metern pro Sekunde und die Strecke, die wir zu diesem Zeitpunkt zurückgelegt haben, entspricht auch 0 Metern. Dadurch, dass ich hier in den Spalten übrigens hinter den Symbolen auch die Einheiten geschrieben habe, damit kann ich mir in den Zahlen-Einträgen hier die Einheiten auch sparen. Das ist dann so zu lesen: 0 Sekunden, 0 Meter pro Sekunde, 0 Meter. Das spart etwas Schreibarbeit. So, die nächste Zeit, die wir uns angucken, ist dann eine Sekunde. Nach einer Sekunde haben wir eine Geschwindigkeit von 0,5 Metern pro Sekunde erreicht. Jetzt schauen wir uns die Strecke an, die wir zurückgelegt haben. Das ist die Zeit von einer Sekunde multipliziert mit der Geschwindigkeit von 0,5 Metern pro Sekunde. Und da wir jetzt hier ein Dreieck haben, müssen wir das Ganze halbieren. Und so kommen wir auf eine zurückgelegte Strecke in diesem Zeitintervall von 0,25 Metern. Nach 2 Sekunden haben wir eine Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde erreicht. Und wenn wir jetzt die zurückgelegte Strecke berechnen wollen, haben wir 2 mal 1 mal 1,5. Also insgesamt haben wir 1 Meter zurückgelegt. Nach 3 Sekunden, das wird auch die letzte Zeit, die wir uns anschauen werden, haben wir eine Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde erreicht. Das ist jetzt hier in dem Diagramm abzulesen. Und nun müssen wir diesen Flächeninhalt hier ausrechnen und der ist 3 mal 1,5, also 4,5, die Hälfte davon, weil es sich hier um ein Dreieck handelt, 2,25 Meter. So, jetzt wollen wir das Ganze verallgemeinern und sehen, dass wir die Zeit zahlenwertig immer mit dem Wert 1,5 multiplizieren müssen. Bei dem Flächeninhalt ist es etwas komplizierter, aber zuerst notieren wir hier die Verallgemeinerung für die Geschwindigkeit oder die erste Verallgemeinerung. Nun, was ist dann zu tun? Wir haben eine Geschwindigkeit auf der y-Achse, also auf der v-Achse. Diese ist dann 1,5 mal t und das Ganze muss dann auch noch mit der Zeit multipliziert werden, sodass wir dann 1,5 mal t, also 1,5 mal t mal t zum Quadrat haben. Und da es sich hier um ein Dreieck handelt, müssen wir das Ganze nochmal halbieren. Insgesamt erhalten wir also eine zurückgelegte Strecke von 1/4 mal t Quadrat.
Dieser Wert hier, ein halb, ist natürlich davon abhängig, wie steil oder wie flach unsere Gerade hier ist. Das ist unsere Proportionalitätskonstante. Diese Proportionalitätskonstante möchte ich an dieser Stelle auch verallgemeinern. Dann kommen wir für eine beliebige Steigung hier zu der Formel V von t ist gleich a mal t. Dieses a ist die Proportionalitätskonstante. Diese wird auch für die Beschleunigung stehen. Und wenn wir die zurückgelegte Strecke zum Zeitpunkt t verallgemeinern wollen, haben wir wieder die zu diesem Zeitpunkt erreichte Geschwindigkeit. Das wäre dann a mal t multipliziert mit der verstrichenen Zeit. Also a mal t, also a mal t Quadrat. Und da es hier ein Dreieck ist, muss dieser Flächeninhalt, bei dieser Rechnung eine Halbierung vorkommen, so dass wir für die zurückgelegte Strecke zum Zeitpunkt t folgende allgemeine Formel haben: 1/2 mal a mal t Quadrat. Diese Proportionalitätskonstante a nennen wir jetzt Beschleunigung. Wenn man die Beschleunigung berechnen möchte, muss man schauen, wie sich die Geschwindigkeit in der verstrichenen Zeit geändert hat. Es ist also mathematisch ausgedruckt, a ist gleich Delta V durch Delta T, also die Änderung der Geschwindigkeit geteilt durch die Änderung der Zeit. Und zwar noch für diese neue Größe der Beschleunigung eine Einheit. Dann bedienen wir uns an dieser Stelle dieser Formel hier und verwenden die eckige Klammer-Schreibweise. Das bedeutet, wir wollen die Einheiten von dieser Größe berechnen. Das ist nichts anderes als die Größe, als die Einheit von Delta V durch Delta T. Die Änderung der Geschwindigkeit wird in der Einheit 1 Meter pro Sekunde gemessen. Die Änderung der Zeit wird in der Einheit 1 Sekunde gemessen. Haben wir jetzt also Meter pro Sekunde geteilt durch nochmal Sekunde. Wir teilen zweimal durch die Sekunde. Insgesamt erhalten wir also eine Einheit von 1 Meter pro Sekunde zum Quadrat. So wird es ausgesprochen. Also die Einheit der Beschleunigung ist 1 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Manchmal sagt man auch 1 Meter pro Quadratsekunde.